Shalom Aleichem, liebe Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeiter dem jüdischen Altenheim, der Heimleiter Hubermann, Shalom Aleichem. Es ist sehr schön und angenehm, euch alle heute zu begegnen, zum Vollversammlung, ein paar Wörter zu sagen über Yom HaAtzmaut. Vor 74 Jahren, 1948, die Welt war noch sehr geschüttelt von dem Zweiten Weltkrieg. In Eretz Israel waren damals 400.000 Juden. Also vor 74 Jahren waren in Israel 400.000 Juden. Heute, 2022, leben in Israel fast 10 Millionen. Also 9.430.000 Bewohner, vielleicht 2 Millionen Nichtjuden und alle anderen Juden. Und Land Israel hat sehr große Schritte gemacht in Kultur, in Entwicklung, in die Armee, in sehr viele schöne Sachen. Ich bin natürlich ein gläubiger Mensch und meine Aufgabe ist, euch zu zeigen und zu erklären, wie weit und wie groß ist Israel entwickelt. In Israel gibt es heute 250.000 traditionelle Juden, die sitzen und lernen Torah in Yeshiva und Koilel. Was war früher nicht möglich. In Israel gibt es heute 1300 Mikwe zu tauchen. Es gibt in Israel, hör mal gut zu, 15.000 Synagogen zu beten. So war noch nie in die Geschichte. Jeder kann beten, Sfardi, Ashkenazi, Chassidisch, Litwak, Yamanitisch, Marokkanisch, Lubje, Algier. In Israel wohnen 70 Länderkontinenten von Juden. Alle Juden, die haben gelebt im Ausland, haben gebracht nach Israel ihre Kultur. Es gibt 17 Kanäle in Hebräisch und 7 in Russisch. Die Integration von der ehemaligen Sowjetunion, Integration in Israel ist einmalig. Und auch in den letzten 2-3 Jahren sind fast 1 Million neue Zuwanderer. Letzt bei der Geschichte von Ukraine, Russland sind nach Israel gekommen 17.000 Flüchtlinge. Immerhin, Gott sei Dank, es gibt auch einen Grund zu bedanken. Ich werde nicht sagen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Israel hat auch erlebt 8 Kriege und Terror. Und verloren fast 30.000 Menschen in Terror und Soldaten. Es gibt noch sehr viel Politik und sehr viel Liebe zu uns in die ganze Welt. Trotzdem, wir wissen eins, wenn Land Israel ist stark, haben wir in unserem Leben einen Rücken. Wir haben ein Land, wo du kannst heute fahren, ohne Genehmigung von den Türken oder von den Briten. Juden können zu ihrem Land heute fahren und fühlen Stolz. Hamedina Sheli, Haaretz Sheli. Nicht umsonst, wenn man sagt Aretz, Land, weiß jeder, es geht um Israel. Und deshalb, wenn einer fliegt nach Israel, sagt man Ole, steigt hoch. Wenn einer geht runter, sagte man, geh runter. Bei uns im jüdischen Altenheim wohnen 13 Bewohner, die in Israel geboren. Warum leben sie hier? Weil es denen gefällt. Es ist erlaubt, Israel zu verlassen wegen gutem Wetter, wegen finanziellen Bedürfnissen, um zu heiraten. Es gibt schon ein paar Genehmigungen. Aber jetzt vor Yom HaAtzmaut, ich möchte euch alle einladen zu unserem Fest am Donnerstag mit Musik und Feier. Und es ist eine gute Sache. Und wir danken Hashem, dass wir Eretz Israel haben. Wir haben noch einen langen Weg zu beten, soll dieses Land soll so wachsen, wie wir wollen. Aber wir haben am Leben Neigung zu vergessen, was hatten wir früher. Der Mensch ist ganz schnell gewohnt, wenn es geht ihm gut. Meine Schwägerin wohnt in Israel und sie hat gesehen ein Ehepaar, sie haben gewartet 8 Jahre zu Kindern. 8 Jahre. Und nach 8 Jahren haben sie bekommen Zwillinge. 2 schöne, süße Mädelach. Nach einem halben Jahr trifft mein Schwägerin diese Frau und sie fragt, wie geht's? Oh, schrecklich, schwierig. Es gibt noch ein neues, schlimmes Wort, die Menschen nutzen. Katastrophe.
katastrophal. Auf eine Kleinigkeit, die nicht funktioniert, Katastrophe. Der meldet sich nicht. Du willst dich abschalten von Deutsche Telekom, Katastrophe. Geht nicht. Menschen auf Kleinigkeiten. Warum jammerst du? Hast du zwei Mädelach? Sei froh. Sag todaraba. Es geht uns alle genauso. Gott sei Dank, die Sonne scheint. Die Leute gehen spazieren. Der Himmel ist blau. Frischer Wind. Ob es alles okay? Nein. Ob es wird alles gut sein? Amen. Wir wünschen und wir beten, Gott soll die Welt soll vernünftig sein. Soll nicht sein Krieg in Europa, soll nicht sein Krieg in Israel, soll nicht sein Krieg beim Kollegen, soll nicht sein Krieg beim Nachbarn und auch, stell mal vor, soll nicht Krieg sein zu Hause. Ich habe gelesen mal in einem Buch, dass manchmal Mann und Frau streiten auch zu Hause, aber es ist ein Leingesbuch, Leingeherr. Kann auch passieren. Ich wünsche euch, soll bei euch alles gut sein. Toda Rabba und Mazal Tov le Medinat Israel.